Wir Österreicher haben ein besonderes Talent. Wir bringen Dinge zusammen. Anstrengung und Entspannung. Arbeit und Genuss. Aber den Geschmack der Heimat in einem einzigen Schluck zu vereinen, das muss erst einmal einer zusammenbringen. Gut, besser, Gösser. Österreichs bestes Bier. Sie sind da, die Neuen von Ford. Bei Ford Huber Kapfenberg jetzt Probefahren. Neu bei Ford, der neue Mondeo, jetzt mit Allradantrieb und LED-Scheinwerfern. Und der neue Ford Focus. Der neue Ford Focus, jetzt mit Einparkassistent und 7 Zoll Monitor. Und nicht zu übersehen die Ford-Nutzfahrzeuge. Informieren, anschauen, Probefahren bei Ihrem Ford-Partner Huber Kapfenberg. Besten Geschmack gibt's jetzt auch alkoholfrei. Vollmundig, natürlich trüb. Gösser Naturgold. Echter Biergenuss zu jeder Tageszeit. Juri Nickersdorf ist ein Dienstleistungsunternehmen, das schon über 4 Jahrzehnte im Aufgabenbereich Kanal, Grubendienst, Muldenservice, Hochdruckreinigung mit zahlreichen Spezialfahrzeugen und gut ausgebildeten Mitarbeitern im Einsatz steht. Juri Nickersdorf, da sind Sie in guten Händen. Bruck steht wieder am Dreikönigstag, ganz im Zeichen des Fußballs. Da gibt's das SC Bruck-Turnier. 20 Mannschaften spielen in 5 Vierergruppen um den Turniersieg. Und da wird einiges geboten. Rasse, Klasse, technische Gusterstückerl und schöne Tore. Und wir vom Memmer TV sind für Sie mittendrin. Gute Stimmung in der Brucker Sporthalle beim SC Bruck Hallenfußballturnier. Und Überraschungen gab es auch beim 34. Dreikönigsturnier des SC Stadtwerke Bruck. Die Landesliga-Fußballer aus Kindberg sind vorzeitig ausgeschieden. Und der Vorjahressieger Grigitsch Versagen Kapfenberg musste in der Zwischenrunde die Segel streichen. Positiv überzeugte Metallbau Jurak Kapfenberg und Blasco Fleischbruck. Diese beiden Teams schafften das Finalticket um Platz 3 und 4, sowie City Lounge Bruck und Möbelhof Enzinger Bruck. Die beiden Mannschaften eroberten den Einzug ins große Finale. Metallbau Jurak spielt in der weißen Dress um Platz 3 und 4 gegen Blasco Fleisch in Rot. Blasco Fleisch startet gut ins Spiel. Sahin Bingöl bringt mit einer tollen Einzelaktion Blasco mit 1:0 in Führung. Das Tor ein Gusto-Stückerl, Marke Bingöl. Metallbau Jurak schlägt zurück. Andrej Barisic besorgt den Ausgleich zum 1:1. Der Treffer nicht unhaltbar. Troku gelingt im Anschluss das 2:1 für Blasco Fleischbruck. Blasco Fleisch erhöht sogar auf 3:1. Da geht Schlag auf Schlag. Metallbau Jurak kommt noch auf 2:3 heran. Barisic, der Torschütze. Aber schlussendlich gewinnt Blasco Fleischbruck mit 3:2. Sichert sich mit diesem Sieg gegen Metallbau Jurak Kapfenberg Platz 3 bei diesem stark besetzten Turnier. Nun wird's so richtig spannend. Es geht um den Turniersieg zwischen City Lounge Bruck und Möbelhof Enzinger Bruck, identisch mit dem Oberliga-Herbstmeister Bruck. Spielleiter David Brebasser, der junge Kapfenberger Schiri, pfeift schon in der Oberliga. Der David ist ein Hoffnungsträger der steirischen Schiedsrichter. City Lounge startet gut ins Spiel. Der junge Bruck-Schlussmann Christoph Apel, 18 Jahre alt, wird da gleich ernsthaft getestet, pariert da glänzend. Armin Masovic knallt da drauf los, der Masovic-Schuss zieht da knapp am Brucktor vorbei. City Lounge hat gut ins Spiel gefunden, der Lohn, die 1:0-Führung, da kann man nur sagen, ein tolles Tor, der Torschütze Dani Kindermann. Bruck bäumt sich auf, Meili scheitert an Philipp Kohlbacher. Nach Ballverlust der Brucker stellt Emre Okadan auf 2:0 für City Lounge, der Chef macht's persönlich. Bruck ist nun dran, Flamur Mehäfer siebt den Sitzer. Die Zeit läuft den Brucker davon, René Baumgartner erhöht sogar auf 3:0 für City Lounge.
Mehe trifft zwar noch zweimal für Möbelhof Enzinger Bruck, aber City Lounge bringt dieses 3:2 über die Runden, holt sich mit diesem Sieg den Turniersieg beim 34. Dreikönigsturnier in Bruck. Bruck-Sportreferent Christian Mayer, Bernd Rosenberger, Bruno Rabel, Andreas Apel und Turnierorganisator Peter Elsbacher schreiten zur Siegerehrung. Platz 4 erreichte Metallbau Jurak Kapfenberg. Platz 3 geht an Plasko Fleisch Bruck. Den zweiten Platz sicherte sich Möbelhof Enzinger Bruck und der große Turniersieger City Lounge Bruck Mur. Zum besten Tormann wurde Christoph Apel SC Bruck gewählt. Die kleine Katharina ist stolz auf den großen Bruder. Der Christoph hat heute super gehalten. Torschützenkönig wurde Koko Dogan mit 10 Treffern von Plasko Fleisch Bruck. Und so feiert der Sieger. Das war wieder ein ganz, ganz tolles Hallenfußballturnier in Bruck. Ein ganz faires Turnier mit guten sportlichen Leistungen. Ja, ich glaube, es war ein tolles Turnier. 34. Hallenturnier des SC Stadtwerke Bruck an der Mur. Was ganz wichtig ist, es hat keine gröberen Verletzungen gegeben und es war, glaube ich, ein sehr faires und gutes Turnier. Und heute war wirklich sehr viel dabei. Schöne Tore, Gustav Stickerl und ein gutes Publikum. Ja, muss ich sagen, es waren wirklich ein paar Hallenzauberer dabei, tolle Tore geschossen und schlussendlich muss man sagen, mit City Lounge verdienter Sieger. Ja, es war wieder ein spannendes und ein tolles Turnier. Die 34. Auflage, glaube ich, auch für den SC ein voller Erfolg. Und was mich als Sportreferent natürlich besonders freut, ist, dass der SC ganz vorne mitgespielt hat, seit vielen Jahren wieder mal im Finale. Leider hat es am Ende nicht ganz gereicht, aber ansonsten haben die Burschen wirklich ganz toll gespielt, das ganze Turnier über. Und ich hoffe, sie nehmen jetzt auch den Schwung mit ins Frühjahr, ins Freie, denn dann wollen wir ja Meister werden in der Oberliga und dann den Aufstieg in die Landesliga schaffen. Dani Merl, Gratulation zu diesem zweiten Platz heute beim SC Bruck-Turnier. War eine gute Leistung insgesamt. Man hat ja jetzt 7-8 Jahre einen Anlauf genommen, aber für den Turniersieg hat es nicht ganz gereicht. Leider ja, ich glaube, die Leistung war sehr gut. Im Finale sind wir vielleicht taktisch nicht ganz richtig reingegangen, haben den Gegner zu viel spielen lassen, aber sonst war es tadellose Leistung, das ganze Turnier. Und das Niveau vom Turnier nicht schlecht? Nein, das Niveau war super. Also mir kommt vor, es ist ja jedes Jahr relativ hoch da. Und ja, sind wir stolz eigentlich, dass wir Zweiter waren. Auch wenn wir uns ein bisschen ärgern, aber es passt schon so, wie es ist. Imre, Gratulation zum Turniersieg. Ihr habt wirklich eine tolle Leistung geboten und das Endspiel war ja wirklich vom Feinsten. Ja, es war heute ein sehr starker Turnier mit Bruck, Plaschko, beide Mannschaften. Und wir haben halt uns durchkämpft. Wir wollten halt sowieso den ersten Platz holen, weil wir im November schon den ersten Platz in Bruck geholt haben. Ja, es war halt nicht so leicht. Es war sehr anstrengend, aber wir haben es von unserer Seite halt verdient wahrscheinlich. Ersten Platz. Der SC-Präsident Bernd Rosenberger ist ja ein absoluter Fußballfachmann. Wie war das Niveau heute? Ausgezeichnet. Also was mich aber besonders freut, dass natürlich, und ich darf mir erlauben, das zu sagen, der SC Bruck bis ins Finale gekommen ist und wahrscheinlich sein schlechtestes Spiel im Finale gespielt hat. Was aber nicht heißt, dass City Lounge nicht verdient gewonnen hat. Die waren das ganze Turnier über ausgeglichen, sehr wenige Spieler, aber hervorragende Hallenfußballer.